Herzlich willkommen zum 9. Frühsehen Filmfestival. Und neben hier stehen zwei Leute, die mit dem Film viel zu tun haben. Hier ist Marcel Giesler, der Regisseur von Elektroboy. Herzlich willkommen, Marcel. Und damit dieser Film überhaupt hier laufen kann, auf dem Filmfestival, haben wir glücklicherweise einen Paten gefunden und das ist wiederum der Herr auf der Seite hier. Herzlich willkommen, Herr Schuchmann. Er ist der Vorsitzende der Evangelischen Diakonie, des Evangelischen Diakonieverein Starnberg. Danke. Dankeschön für den Paten. Was Sie hier sehen werden, ist etwas, was wahrscheinlich als Welle auf uns zukommen wird, aber das werden Sie im Film sehen. Ich bedanke mich für die Patenschaft bei den Schuchmann. Ich bedanke mich für den tollen Film. Ja, und nachher gibt es ja Gelegenheit dann noch für ein Gespräch. Herzlichen Dank, Marcel Giesler. Ja, Elektroboy, war das eigentlich in der Schweiz oder ist es immer noch so ein Begriff? Kennt man das immer noch so? Kennt man den immer noch so, dass du deswegen diesen Film gemacht hast? Jetzt wieder. Ja, ich wusste auch nicht, wer Elektroboy ist, aber das hat vielleicht damit zu tun, weil ich schon sehr jung nach Berlin ausgewandert bin und ich denke, dass man in einer gewissen Szene Elektroboy kannte, vor allem wenn man Elektromusik gehört hat. Und mit dem Modelbereich, da habe ich mich eh nie ausgekannt, vielleicht war er da auch ein bisschen bekannt. Ich weiß, dass er viel in den Medien war in der Schweiz, aber bei der Recherche, wenn ich rumgefragt habe, war doch immer wieder, ach ja, Elektroboy, das sagt mir was, so aus der Vergangenheit. Aber so bekannt ist er jetzt auch nicht gewesen. Ja, weil man immerhin jetzt diesen Film über ihn gemacht hat und mit diesem Titel Elektroboy. Deswegen dachte ich, was war deine Motivation für diesen Film? Ja, Filmproduktionsfirmen waren immer interessiert an diesem Stoff. Das hat irgendwie schon vor 10 Jahren angefangen. Er wurde ja angefragt von einer Produktionsfirma. Die wollen einen Spielfilm machen über sein Leben. Und das Projekt wurde auch 4 Jahre lang verfolgt. Die haben dann auch einen Regisseur gesucht und da wurde ich angefragt. Ich hatte dann so ein Dossier schon bekommen, ein Exposé. Und als ich das gelesen hatte damals, dachte ich, das ist ein Hochstapler. Da glaube ich ja kein Wort. Also von diesem Lebenslauf. Ich hatte damals aber auch andere, ich war beschäftigt bei anderen Sachen und habe dann abgesagt. Und das Filmprojekt, also Spielfilmprojekt ist dann gestorben und der Stoff ging dann an zwei andere Firmen und die haben dann gesagt, wir wollen was drüber machen, aber als Dokumentarfilm. Und 4 Jahre später wurde ich wieder angefragt, wieder Elektroboy, aber als Doc-Film. Und dann fand ich das schon interessant, dass der Stoff zweimal zu mir gekommen ist sozusagen. Und ich habe dann Florian getroffen, ich war immer noch sehr skeptisch. Und habe ja auch dann einen Historiker beauftragt zuerst mal, er soll ein bisschen recherchieren, was an dem Ganzen dran ist. Und hat mir dann gesagt, nee, das stimmt schon alles, hat mir auch die ganzen Zeitungsartikel und Materialien gebracht. Und dann fand ich das schon interessant und habe mich dann vor allem gefragt, was steckt dahinter, also wenn man so ein bewegtes, getriebenes Leben geführt hat und dann irgendwann diese psychische Erkrankung kommt und ja, die Frage war, warum, und ich bin dann auch auf die Familie zugegangen und habe angefangen zu recherchieren, 2 oder 3 Jahre lang, bevor dann der Film gedreht wurde. Ich musste auch die Eltern überzeugen, dass sie mitmachen. Du sagst, man hat das Muster begriffen, es ist ja schon irre, dass jemand, auch wenn er ganz jung ist, irgendwas anfängt und immer sofort erfolgreich ist. Weil 1 Jahr oder 1,5 Jahre ist jetzt nicht wirklich eine lange Zeit, um Karriere zu machen. Aber er macht Peng und das Einzige, was nicht ganz so erfolgreich war, war Schauspielerei. Aber ansonsten, hast du da eine Erklärung? Ja, er war ja natürlich immer, er hat immer die Nase vorn in so ganz neuen Bereichen, ja. Was noch unbekannt war, Internet, das
ging gerade los, Snowboard. Mhm. Gut, das mit dem Modeln, da ist er reingerutscht, einfach durch sein Aussehen. Mhm. Das erzählt er auch so, da muss er selber drüber lachen, dass er Model geworden ist. Also diese Zufälligkeiten, aber die anderen Sachen, da war er sehr talentiert darin, aber natürlich auch immer vorneweg, so als in der Avantgarde. Und ich glaube, dann kann man schnell mal den ersten Erfolg verbuchen mit etwas. Sein Psychiater, den behandelt hat da in der Klinik, der hatte mir erklärt, wenn dieser erste Erfolg erstmal vorbei ist, nachher muss man ja bestehen in einem Beruf. Dann fangen die ersten Rückschläge an und dann fängt ja erst die Arbeit richtig an. Also ich als Filmemacher, mir ging es genauso mit meinem ersten Film, zack. Das war wirklich einfach, der erste Erfolg, den ich hatte. Da hast du ja gleich den Locarno um Preis gegeben. Ja, ja, genau. Genau, da hat man diesen Jugendbonus auch noch. Und nachher geht die Arbeit los. Dann muss man auch mal Rückschläge verkraften und vielleicht auch mit Leidenschaft dann an etwas glauben und dahinter sein. Aber Florian war ja immer auf der Suche nach der passenden Identität. Der war ja auf der Suche nach sich selber. Und er hat sich, glaube ich, in all diesen Rollen, die er da verkörpert hat, nicht wirklich gefunden oder wiedererkannt. Sage ich herzlichen Dank. Danke, ich danke ebenfalls. Ich danke. Grüße an den Florian. Und wenn er jetzt einen Verleih gefunden hat für Deutschland, weißt du, wann es ein Kinostart gibt? Ich habe was von November gehört, ja. Oh, toll. Ja, es wäre toll, wenn es passiert. Ich kann weiter erzählen. Okay, danke schön. Kommen Sie gut nach Hause.